Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welt der Warships. Es geht weiter mit den Gewerteten. Die fahre ich hier quasi fast ausschließlich, ne? Das macht halt echt Spaß. Hier und da so ein bisschen Levelschiffe mal so unter alles Mögliche an Ausschluss, also nur für mich alleine, schön gemütlich zum Käffchen morgens. Mal so ein, zwei Runden oder so, das was niemand sehen will. Und ja, ansonsten halt wirklich nur Ranked. Stahl verdienen, Stahl verdienen, Stahl verdienen, Spaß haben. Und Spaß haben tue ich echt saumäßig viel mit dem Thunder. Und von daher sehe ich keinerlei Gründe oder einen Grund zumindest auch, ja, das Schiff zu wechseln. Wenn es funktioniert und Spaß macht, warum? Und in dem Sinne, nächste Runde. Ja, drei Zerstörer ist jetzt nicht ganz so toll. Und auch ein CV nicht ganz so toll. Naja gut, wir müssen halt schauen, dass wir halt mit dem paar Kugeln, die wir halt hier wirklich in die Luft schmeißen können, auch möglichst viele Schaden aus dem Zerstörer machen können. Das ist auf Distanz halt immer so eine Sache, ne? Weil der letzte Runde, letzte Folge ja auch, die Haragumo, die da einfach nur stur gerade ausgefahren ist. Zwei Salben waren insgesamt dann, glaube ich, irgendwie was mit 18.000 Schaden oder was ich bei ihr gemacht habe. Und damit war sie dann auch Alete. So einen glücklichen Zufall wirst du natürlich nicht jede Runde haben. Gut, das Mod schon gut kassiert. Da haben wir eine Harakuyo. Aber Hakaruyo? Irgendwie sowas. Oh, und? Reichweite? Ne. Doch. Ne. Das war zu. Wieder offen. Ja, er wird da oben hinter der Insel stehen bleiben oder was? Warte mal, kann ja mal gucken. Vielleicht fährt er ja weiter. Bleibt nicht, aber ehrlich gesagt. Ja, fährt tatsächlich weiter. Na, jetzt wird er langsamer. Jetzt gegen den Berg gefahren und abgebremst. Ah. So, die Kremlin kommt so langsam in Reichweite. Mal gucken, ob die Z mir die schön spotten will. Auf Distanz bleiben zum Kremlin, sollte die rein theoretisch zumindest keine Chance haben. Na, wenn ich nicht Breitseite zeige. Denn die Steuer meinem Kremlin bei 18 Kilometer ist halt echt Wahnsinn. Na, umso näher ich rankomme, umso weniger Chance bekomme ich dann noch. Oh, jetzt bin ich offen. Nichts, fahr doch jetzt nicht weg, Z, hallo? Du willst mich jetzt hier nicht aber alleine lassen, oder? Ernsthaft? Ey, du kannst. Hallo? Das ist jetzt aber super uncool. Was ihr denn mich auf jeden Fall habt? Tja, halt. Dann bleibt. Ist hier noch ein DD irgendwo, oder? Ja, Holland ist da drüben. Marcel. Fehlt die Shima noch? Ja, ja, naja, ganz toll, die Shima. Das ist natürlich genau das, was ich hier haben will. Verdammt, ey, kommen auch schon Tops. Waren jetzt aber keine Shima-Tops. Zum Glück. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, außer jetzt hier umzudrehen und wieder abzuhauen. Halt irgendwie, ja, Z52 halt einfach nur EA fahren, um zu cappen und haut dann wieder ab. Das ist natürlich extrem kacke für mich. Das werde ich auch definitiv hier mal. Das ist halt assi. Das ist halt nun mal ein Zerstörer. Ein Zerstörer muss halt spotten und wenn er halt hier schon ein Schlachtschiff mitfährt und du einfach abhaust und den Schlachtschiff hier alleine lässt, ist das gerade in Ranked halt fatal. Ich kann ja nur hoffen, dass die Shima-Tops mir jetzt hier nicht das
Leben kosten werden. Also ich bin ja doch gleich hinter der Insel, also wahrscheinlich wird es gut gehen. Aber so. Kann ja noch sehen. Oh. Ja, natürlich, ich werde erstmal wieder unsichtbar. Ah, immerhin 2000. Immerhin. Aber wir haben halt den Vorteil, dass sie halt mit dem Schiff halt echt viel Reichweite haben. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so wild. Wenn ich jetzt hier wieder zurückrudern muss. Aber schön ist das natürlich nicht. Ja, die Z jetzt hier irgendwo mitten auf der Karte random rumfährt und quasi gar nichts Team, die nicht mitmachen kann. Sowas ist natürlich echt ärgerlich. Tja, naja gut. Immerhin läuft es auf der anderen Seite bei A halt sehr gut. Ah, da kommen schon wieder die ganzen Tops. Ah, dass ich nicht breitseite wegfahre. Gut, aber kurze Tops. Aber das kann ja nur die Shima sein, ne? Masseur. Achso, ja. Nee. Masseur kann das auch nicht gewesen sein. Kann nur die Shima gewesen sein. Ah, C wird jetzt auch gekappt, das heißt, da ist jetzt auch die Shima drin. Ah, hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Abstand zu den drei Schiffen, ne? Aneski und die CV kann ich das natürlich ein bisschen spotten, das ist natürlich geil. So, komm, jetzt mal so eine richtig schöne Männersalve. Jawohl, 15.000. So mag ich das doch. Was ist denn da, Shima? Nein! Hör mal wieder auf. Verdammte Axt. Versuchen wir jetzt die Masseur nochmal zu treffen. Jawohl. Nochmal schön getroffen, aber nicht viel Schaden gemacht. Dafür halt mit mir kaputt gemacht und abgefackelt. Ja, jetzt wäre ein Spot ganz toll. Naja, dann mal immerhin ein Krimmel, der offen ist. Schnell eine Heilung rausholen. Das ist echt 10.000 am Krimmeln. Das ist schon geil. Also man merkt halt tatsächlich, dass mit dem hohen Kaliber man richtig Damage bei Schiffen macht, die ordentliche Panzer sind mit der HE. Sollte tot sein. Sehr gut. Oh, den Kreml mal nicht zu viel Breite zeigen hier. Das wird ja sonst definitiv bestrafen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich hier nochmal rumdrehe, aber ne, auf gar keinen Fall, nicht bei der Distanz. Das wird die Kreml definitiv bestrafen. Oh, jetzt muss ich ja blöderweise jetzt sehen, dass ich hier um den trifft dich halt ganz schön ab, ne? Und fahr jetzt dem CV-Name. Aber das sollte man jetzt auch noch hinkriegen. Mein defensive Flakfeuer ist ja dabei. Da habe ich jetzt auch noch nicht viele Tests zu gesehen. So lange arbeitet Schiffer jetzt hier ohne. Und bin ja wie gesagt auch nur Rank bis jetzt hier fahren mit dem Kran. Da schon. Und tatsächlich wieder gewonnen. Ich habe echt Glück mit den Teams, ey. Und die Runde habe ich gar nicht wirklich nicht viel gemacht. Wird ja immer weniger eigentlich schon fast von Runde zu Runde. Aber ja, man kommt ja auch nicht dazu, so wirklich, wenn das eigene Team so stark ist und das gegnerische Team schon so rausknallt. Ich meine, gut, die Masseur immerhin kaputt gemacht. Zerstörer kaputt machen ist schon wichtig, gar keine Frage.
So, das ist jetzt die Haarland. Die wird wohl irgendwo unterhalb von 12 Kilometer bei mir sein. Der Schuss wird mich hier nicht spotten, das glaube ich nicht. Mal gucken, kann ja hier mal bitte machen. Vielleicht geht er jetzt hier vor Spotten. Versuche jetzt hier noch auf jeden Fall irgendwie so kreuz und quer wie nur irgendwie möglich zu fahren, um der Haarland ein bisschen schwieriger zu machen, mich zu torpen. Ja, genau. Boah, das hat sich nicht aufgedeckt. Darunter ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die wäre noch vor mir. War die Neski vielleicht auch schon aufgedeckt oder was? Okay. Oh, verdammt. Eieieiei. So, du. Ey, zum Glück machen die Dinger nicht so viel Damage, oder? So, Doppelwassereinbruch, Ruder kaputt. Naja, fast 2 von 3. Scheiße. So, die Frage ist, wo ist denn die Odysseus jetzt hingefahren eigentlich? Oh, ein bisschen Flieger holen wir tatsächlich runter, oder? Sie links auslegen können. Oh, schön Damage Pinata noch spielen. Was sind die denn hier von? Die ist doch hier irgendwo. Die ist wahrscheinlich bei J1 irgendwo unten, oder? Kann sein. Oh ja. Könnte hinkommen zumindest. Kommt auch von da nicht geflogen. Naja, Runde ist rum. Passiert jetzt definitiv nichts mehr. Aber 80.000 Schaden und damit ihr gewonnen, ne? Krass. Starke Team. Echt ein starke Team, ihr habt. So, damit haben wir jetzt das endlich mal geschafft. Das ist schon mal viel wert. Trotzdem einen Sieg kriegt. Naja, halt ordentlich. DD-Schaden halt gemacht, ne? Also die 15k Kelle auf die Shima war auch schon ziemlich cool. Mal anschauen hier. Oh, fast 16.000, ey. Dann nochmal 7.000 auf die Masseur, das ist halt echt nicht schlecht. Aber, ja. Mal schauen hier. Auch alle weit über 1000 Base-EP, ne? Vor allem zweieinhalb unsere Masseur. Oh, mal loben. Hat echt ein gutes Spiel gemacht. Oh, geile Runde vom Team. Toch, 51 Flieger runtergeholt. Wahnsinn. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut. In dem Sinne war, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.